Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play City Skylines. Wir haben ja mit ein kleines Totenproblem, ja, also Probleme mit Toten und deren Abtransport. Sollte sich aber gleich relativieren, weil ich im letzten Part ja noch zum Ende Dings gebaut habe, war. So, das läuft, war, würde ich sagen. Das lassen wir auch alles so. Mülldeponien werden, entleert. Und eigentlich könnte man sich jetzt damit mal ein bisschen mit beschäftigen. Das war noch ein wenig, Dinger bauen. Wir gucken uns erstmal nochmal die Bereiche an. Ich möchte ganz gerne hier ran. Ich kann euch das dann nochmal zeigen. Hier an den Bereich. Weil ich hier so ein bisschen, dicht besiedeltes Wohngebiet haben möchte. Weil ich bloß gerade, wie ich das realisiere. Weiß ich noch nicht, habe ich noch keine Ahnung. Ich baue hier erstmal dicht besiedelt. Dann bauen wir erstmal gar keine Zone kurven. Weil... Ja, muss ja nie sein, wa? Okay, dafür bauen wir natürlich auch große Straßen, wa? Weil dicht besiedelt ist, heißt ja auch, dass wir jetzt... Ja, im Prinzip auch mehr Verkehr haben werden. Das ist ja ganz normal. So. Okay, dann weisen wir hier mal unser erstes dicht besiedeltes Wohngebiet aus. Ja, spannende Sache. Hier machen wir erstmal noch ein bisschen den. Und der kann auch. Und dann machen wir hier dicht besiedelt. Bin ich ja mal gespannt, wa? Werden sie mir wahrscheinlich hier gleich... Ja, die rennen mir auch gleich die Bude ein, wie man sieht. So. Wird nämlich gleich losgebaut. Wie verrückt. Okay. So, ja, Wasser kriegt da. Ihr kriegt all... Habt ihr noch? Wasser haben sie. Naja, gut, hier könnte man eventuell noch ein bisschen, wa? So. Gut, Wasser läuft. Strom, es liegt an. Ihr könnt bauen. Machen sie auch wie verrückt, wa? Und man sieht auch gleich, die sehen auch ganz anders aus, die Gebäude, wa? So ein bisschen plattenmäßig. Ah, schön. So, dann werden wir, wir machen mittlerweile 5100, Öcken plus. Ach, hey, hier muss ich auch noch mal ein bisschen... Nacharbeiten, wa? Wir breiten uns ja hier massiv aus. So. Gut. Okay. Und dann wollen sie Gewerbegebiete weiter haben. Naja, die sollen erstmal hier fertig werden. Tote, Tote, Tote. Das dürfte sich aber bald relativieren, wa? So. Mülldeponien. Eigentlich kann ich die hier auch auf Entleeren machen. Wie schnell können wir die da wegreißen? So, was sagt denn hier die Straßen? So, das sieht alles gut aus. Das sieht alles gut aus. Hier fällt mir, hier fällt mir, hier fällt mir. So, Gewerbegebiet, ja Mensch, wa? Wie machen wir das, vor Schreck? Gewerbegebiet heißt ja auch immer Lärmbelästigung. Wie man hier sieht. Ja. Industrie, das ist sowieso klar. Weiß ich noch ja nicht so richtig, um ganz ehrlich zu sein. Bin eigentlich ganz froh mit dem Gewerbegebiet da, dass ich das da so hingebappt habe. Von daher... Ich könnte jetzt hier nach hier oben noch eins bauen, aber... Das Problem ist, wenn ich nach hier oben baue, muss ich irgendwo eine Verbindung, dass die von der City nach oben kommen und vom Industriegebiet auch nach oben kommen. Denn das würde natürlich hier wieder mit dem Kreisverkehr ein bisschen... Naja, obwohl... Nee, eigentlich nicht. Aber die Straße müsste ich dann wegreißen und müsste hier noch eine Hauptstraße bauen. Beziehungsweise die Straße hier an den Kreisverkehr anbinden. Und die, ach, hier unten ist ja gut was los. Ja, ist klar, das ist natürlich die Verbindung zum Gewerbegebiet, ne? Ich werde mal einfach mal prophylaktisch... hier noch eine Straße anbinden. So wie wir das ursprünglich hatten.
Die hat natürlich total scheiße gebaut. So, dann können die nämlich da auch gleich abbiegen. Im Vorfeld schon und nutzen nicht diese kleine Straße hier. Die können auf der Autobahn fahren, das ist völlig in Ordnung. Gucken wir mal, ob sie das oben machen. Beziehungsweise könnte ich von hier aus schon abbiegen. Wäre fast sinnvoller. Ja, wie gesagt. Also im Prinzip hat man schon mehrere Spiele hier in dem City Skylines. Alleine schon der Straßenbau ist ja schon ein Spiel für sich, finde ich jedenfalls. Ja, die ballern hier alle unten drin, wa? Also hier ist nochmal so ein kleiner Brennpunkt, sagen wir mal so. Ja, wie man hier gerade sieht. Und zwei Kreuzungen untereinander ist sowieso immer scheiße. Habe ich festgestellt. Versucht das mal nochmal anders zu bauen. Indem ich... So. Ah, mal gucken, ob das irgendeine Bewandtnis hat. Na, ein paar fahren ab, aber nicht viele. Gut, wir lassen das erstmal so. Ei, hier sieht's ja lustig aus. Ah? Schön. Dicke, fette Bauten. So muss das sein. Schön. Gut. Industriebiet. Ja, ist hier schon irgendwas leer? Nee, immer noch nicht. Mann, das dauert ja ewig. Ja, die sich da die Müllkippen entleeren. Aber ja. Gut. Ich muss sagen, mein Erholungspark ist mir richtig gut gelungen, war. Ich bin ein bisschen stolz drauf. Auch wenn die hier nicht hoch wollen. So, wir gucken uns mal die allgemeinen Versorgungs... Strom ist da, Wasser ist so, ja, jetzt so. Müll ist okay. Gesundheit, was sagt die Gesundheit? Ist auch okay. Ja, ihr da oben habt halt Pech da mit eurem Friedhof. Ey, könnte ich da jetzt noch einen hinbauen? Ob das Sinn macht, weiß ich nicht. Vielleicht hier nochmal so einen hin. Dann haben wir so ein Dreier, sag ich mal, so ein Dreieck. Eine Dreieckversorgung. So, Feuerwehr. Das sieht auch gut aus. Ja. Polizei, 5%, ist okay. Bildung. Ja, ist klar, die haben sich ja erst neu gebaut. Die können noch nicht gebildet sein. Sonst haben wir eine 81%ige Abschlussrate. Hier ist auch noch, das ist klar, wegen da unten. Da haben wir 72% und Uni haben wir 39%. Naja, die haben wir auch noch nicht so lange, wa? So, Parks. Wie sieht's aus mit Parks? Lassen wir auch erstmal noch eine Weile laufen, ob die hier sich eventuell mit dem Park zufrieden geben. Müssen wir gucken, ne? Ja, ansonsten würde ich mich schon an das Industriegebiet wagen. So, nee, Einbahnstraße will ich da nicht haben. Also wie gesagt, hier nach hier Industrie bietet es vielleicht ja nicht so clever. Also jedenfalls im Moment noch nicht. Ich würde, wenn denn, einfach nur nach oben gehen und den unteren Teil hier wegnehmen. Ja, das werde ich mal so machen. Wie gesagt, Änderungen vorbehalten. Es ist ja... Ach, eigentlich können wir ja... hier ruhig schon so rangehen, wa? So, und da oben haben wir nämlich auch kleine Autobahn. Das ist super praktisch. So, bauen wir einfach mal bis hier. Und dann würde ich sagen, können wir da eigentlich schon Industrie ansiedeln. Auch wenn sie jetzt noch ja keine haben wollen. Überlege bloß gerade, wenn, dann müssten die ja von da auch wieder auf den Kreisverkehr raufkommen. Ne? Wäre sinnvoll. Mal gucken, ob man das straßentechnisch überhaupt realisieren kann. Dass man von hier aus...
Nee, nicht so wirklich. ich werde mal die hier nochmal abreißen. Zap, zap. Ja, man würde rankommen. Haben wir da natürlich wieder eine Kreuzung, ne? Ganz klar. Sehe ich aber nicht als problematisch an. Noch nicht. So, und dann bauen wir hier einfach mal Industrie. Ich fange mal hier an. Machen wir mal so bis hier. Moment. So, da brauchen wir natürlich auch Strom. Beziehungsweise warten wir erstmal, bis da irgendwas sich ansiedelt. Kann ich jetzt noch nicht sagen, ob da überhaupt was... entstehen wird. So. Okay, und dann fangen wir hier unten nämlich an, die Industrie wieder wegzumachen. Zap, zarab. Nehmen wir der ganze Batzen hier erstmal weg. Dann können wir die Straße noch nicht mehr abreißen. Das werden wir mal gleich machen. Muss bloß mal gucken. Das ist im Prinzip der Hauptkreis hier. Deswegen ist da auch so viel los. Wir werden mal übergangsweise eine Straße hier rüberziehen. Macht er ja nicht. Ja, weil da auch so viel im Weg ist. Ja, da baut natürlich ja keiner. Ja, obwohl, Industrie wollen sie eigentlich. Egal. Kein Problem. Wir machen einfach die Industrie hier weg. Die auf der Seite ist. So. Ja, da haben wir da schon mal ein bisschen Freiraum. Und dann sollen die halt nach da oben gehen. Wenn sie es denn machen. Das ist natürlich doch die andere Frage, ne? So, und jetzt müsste man im Prinzip... Na, wir lassen es erstmal so. Bin ich mir noch nicht sicher. Die Ecke stört mich hier so ein bisschen. Was ist das hier? Busdepot. Das kann man doch eigentlich mal versetzen, wa? Kann man doch eigentlich mal hier in die Kreuzung bappen. Ist das schon mal weg? Ist das hier? Das kann ich hier auch erstmal alles weg hier. So, und das kann hier auch weg. Und das sowieso. So, dann haben wir da schon mal ein bisschen weniger. Aha. Geht doch. So, Strom rüberlegt, fertig ist der Lack. Okidoki. So, der Strom, der Stromleitung kann hier auch weg, wa? Also der, das Stromleitungsgerät. So. Jetzt haben wir natürlich hier, naja, das können wir ja auch noch schnell. So. Alter Schwede. Straßen ohne Straßen. Straßen ohne Ende sozusagen. Ja, dann würde ich mal sagen, da oben können wir, dann können wir hier wieder was wegnehmen. Dass wir hier mal ein bisschen Ordnung schaffen. So bis hier, dachte ich. Ja? Ja, so ist schön. So, dann können wir das einfach mal nach da oben ausdehnen. Dänemark. So. Wasser und Strom haben die ja, hatte ich ja gelegt. Sehr schön. Machen wir gleich wieder, ich mach gleich noch mehr weg hier. Der ganze Rümpel weg hier. So. Ja. Man muss die Leute auch ein bisschen zwingen. So, und wenn das hier alles weg ist und nach oben verlagert ist, dann ist natürlich super günstig. Dann kann man hier nämlich auch Straßen in die City reinlegen und dann sieht die Sache alles auch schon ein bisschen besser aus. Ich muss gerade mal gucken, weil ich hier alles noch so feuerwehrartig hier ohne irgendwo hier. Die kann ja eigentlich auch weg. Beziehungsweise nicht weg. Sondern versetzen wir die einfach. Wollte gerade einer was bauen, wa?
Ja, seid ihr halt unzufrieden, ist mir egal. Ihr fliegt da sowieso raus. So. Und Parks hatte ich hier auch. Ach, hey. hier ist ein Park. Ach, die können wir eigentlich... Ja. So. Hier ist noch einer und da ist noch einer. Ja, die können wir erstmal lassen. Strom haben die noch? Von wo kriegen die ihren Strom? Das stimmt ja auch irgendwas, ne, wa? Hä? So. Hallo? Mir gerade suspekt. Okay, so, da haben wir eine Müllanlage, die leer ist. Weg damit. Was machen wir? Plus 4000, einwandfrei. Passt. So, genau. Da, Gewerbe, ja. Das wird werden. Das wird werden. Bin mir ganz sicher. So, das kann erstmal da so, ja, Industrie wollen sie jetzt natürlich massig haben, wa? Können sie auch haben. Ja, komm. Ziehen wir das durch. So, Industriegebiet kann nämlich ruhig an der Autobahn sein, das ist ja überhaupt kein Problem, wa? Geräuschtechnisch. So, dann könnte man rein theoretisch die Müll an... Ja, nee, die lassen wir mal noch da. Die Müllverbrennungsanlagen. Haben wir jetzt 4 Stück, das ist okay. So, 170.000 haben wir wieder, meine Fresse, das geht aber doch schnell. Und trotz Hardmode. Also man kann sich vorstellen, wenn man jetzt nicht Hardmode spielen würde. Also nicht Hardmode, sondern Hardmode. Dass man wahrscheinlich jetzt schon 2-3 Millionen hätte oder so. So, Einwohner haben wir fast 11.000. Ich muss mal direkt mal gucken. Wann's denn hier? Ach, guck an. Dann haben wir's ja gleich. Der nächste Meilenstein. Schön. So, verkehrstechnisch sieht's ja jetzt auch ganz gut aus, wa? Ja, so ist fein. Tada! Kleine Stadt. Reichweite der Bevölkerung von 11.000. So, einzigartige Beute und Zug haben wir. Ja, wir haben noch nicht mal U-Bahn gebaut. Kleinunternehmen, neue Richtlinien, Großunternehmen, Industrie, Flächenplanung, was ist das denn? Ermöglicht der Industrie durch die Nichtbeachtung einiger Sicherheitsregeln noch effizienter zu arbeiten. Verdoppelt die von Industriegebäuden produzierenden Waren, Unterhalt 6 Credits pro Industriegebäude. Hightech-Wohnhäuser. Verwandelt Wohnhäuser in viel angesagtere Smart Homes, was den Bodenrichtwert um sie herum erhöht. Aber 4 Credits pro Dings, war und Hochhausverbot ist klar. So, dann haben wir einen Bahnhof, dann haben wir einen Güterzugbahnhof und ein Wasserkraftwerk. Aha. Okay. So, Lärm ist... Verstehe nicht, warum hier immer so viel Lärm ist im Park, war aber wahrscheinlich wegen den Autos da oder so. Keine Ahnung. So, die bauen da jedenfalls fleißig los. Das ist sehr schön. Und wie man sieht hier, war, der Boden wird auch langsam wieder schick. Ist natürlich super, ne? So, dann kann man rein theoretisch könnte man jetzt, Moment. Muss hier irgendwie rankommen. Bauen wir da noch eine Kreuzung rein oder so? Nee, naja doch, ich muss, kommt man hier irgendwie, nee. Doch, klar. Kann ja die Straße hier einfach abreißen. So? Was steht hier noch? Keine Ahnung. Feuerwehr wahrscheinlich. Und dann kann ich ja sagen, ich gehe von hier... nach hier ran. So. Ah? Das geht ja. Erstmal. Feuerwache. Ja, die können wir erstmal da oben legen oder so. So. So.
Genau, dann machen die nämlich wieder weg da und dann passt das. Genau, und hier werden wir einfach, vielleicht wenn wir da ein Gewerbegebiet hinbauen, vielleicht aber auch nicht. Naja doch, eigentlich würde es sich ja anbieten, ne? Theoretisch könnte man jetzt auch sagen, wir kaufen das Gebiet. Was kostet? 9000, okay. Wir kaufen das Gebiet und, aha, okay, das andere können wir noch nicht kaufen, aber ist egal. Ja, erstmal entscheiden, weil machen wir hier so ein Teil Gewerbegebiet, obwohl dann bin ich ja wieder mit dem Kreisverkehr so in den, naja, ist egal. Wir werden sehen. So, da haben wir auf jeden Fall die nächste Kippe, die wir wegmachen können. So. Freuen sie sich. Na gut. Okay. So, was haben wir denn? Bevölkerung ist klar. Ja. Das sieht ja alles natürlich wieder sehr wüst aus, aber das ist schon okay. Das ist alles bloß übergangsweise, die hier, die kann im Prinzip schon weg hier. Die kann weg. Wie gesagt, wir müssen jetzt halt lediglich warten, dass die Mülldeponien leer werden. Weil die kann man in einem halbvollen oder vollen Zustand, 19-18%, okay, das wird weniger, nicht verschieben. Das ist das Problem, was ich im Moment habe, sonst wäre das Gebiet schon längst weg. So, ja, ihr braucht Arbeiter, ist klar. Auf jeden Fall müssen wir von hier aus noch eine Verbindung schaffen nach hier unten. Das ist noch viel spannender an der ganzen Geschichte. Das ist der Ausgang, der muss bleiben. Ich werde übergangsweise mal was Spannendes bauen. Moment. Einbahnstraße. Komm mal hier, komm ich da unten hier ran? So. Auch übergangsweise. Dass die hier von hier oben aus dem Kreisverkehr rauskommen. Was sie hoffentlich auch nutzen werden. Das sieht aber sehr Spider-mäßig aus, muss ich sagen. Egal. Ist jetzt im Prinzip, da fahren sie nicht mehr raus. Das hab ich mir nicht mehr gedacht. Weil irgendwie müssen die ja auch in das Gewerbegebiet kommen, ne? Ganz klar. Ja, schon sehr spannend, wa? Gut, aber wir machen ja, ich könnte ja stundenlang zugucken, wie der Verkehr sich bewegt, aber das ist ja dann auch nicht so im Sinne des Erfinders. Gut, wir machen erstmal einen kleinen Break und dann, wie gesagt, im nächsten Part werden wir dann weiter hier versuchen, das Industriegebiet, wie gesagt, das ist abhängig von den Müllkippen. 94% voll, 14%, 75%, 52%. Wird noch ein Weilchen dauern, wa? Aber egal. Gut, ich klicke mich aus und im nächsten Part sehen wir uns dann wieder. Von daher, bis denn.